Botschafter bedrängen. Hast du gehört, dass die Tankzüchtung und der Mensch einen Dreschschlund erledigt haben? Jeder hat das gehört. Hat seit Rex niemand mehr geschaut. Sie müssen einfach immer Ärger machen. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Als nächstes erzählen Sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grunt. Willkommen. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Ich muss gehen. Wir besprechen das ein andermal. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Delos. Vorsicht, Mensch! Was wollen Sie, Mensch? Rex hat gesagt, ich soll höflich sein. Aber er hat nicht gesagt, dass Sie mich ansprechen würden. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock klar. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt. Der Chief hat gesagt, ich soll ihnen einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Werelocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Danke für die Information. Gerne, wenn wir dadurch die verdammten Außenweltler loswerden. Sie können den Truck da drüben nehmen. Brauchen Sie sonst noch was? Wir reden später weiter. Augen nach vorn. Sie haben diesen Dreschschlund zu Fuß erledigt? Damit lässt sich was anfangen. Was machen Sie? Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Erdnut Clan ein neues Mitglied. Sie sind also unser neuer Krieger. Der Schamane hat Ihnen die üblichen Upgrades gegeben, oder? Ja, er hat kein Problem damit, meine Errungenschaften als seine Belohnungen zu verkaufen. Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Der oberste Forscher des Erdnut Clans hat keine Zeit, Ersatzteile herzustellen. Ich könnte höchstens einen Rabatt anbieten. Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. Ich war dabei, die größte und beste Angriffswaffe aller Zeiten zu bauen. Der Planet hätte gebebt. Aber der neue Clanführer vergeudet meine Zeit mit banalen Forschungsaufträgen. Genmanipuliertes Getreide, medizinische Neuerungen. Das Zeug können wir doch von den Salarianern kaufen. Von den Salarianern? Den Entwicklern der Genophage? Na klar. Was sollten uns die Salarianer jetzt noch antun? Unfruchtbarer können wir nicht werden. Das heißt, Moment, vergessen Sie es. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Ich war mal ein Wissenschaftler. Ich habe Waffen entworfen. Heute verschwende ich meine Genialität an Banalitäten, an Dinge, die nicht explodieren. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde.
Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Viel Spaß bei Ihrer Forschungsarbeit. Ja, ja, gehen Sie weiter. Nichts an. Willkommen im Clan, Erdnott Grunt. Es ist mir eine Ehre, dazuzugehören. Schön für Sie. Und jetzt suchen Sie sich eine andere Beschäftigung. Die Idioten haben dieses Tonka ohne Ansaugstutzen aus einem Gefecht zurückgebracht. Er wurde ihnen angeblich im Feld weggeschossen. Verraten Sie mir mal, wie ein Tonka ohne Ansaugstutzen laufen soll. Irgendeine Idee, wo ich einen Ansaugstutzen herkriege? Ich kann natürlich einen herstellen, wenn Sie mir 3 Tage Zeit und ein Fass Rhynkohl geben. Der, den Sie verloren haben, liegt vermutlich noch irgendwo da draußen rum. Das Ding aufzusammeln und zurückzubringen, ist wohl zu viel verlangt. Ich gehe raus ins Feld. Wenn ich einen Ansaugstutzen sehe, bringe ich ihn mit. Das würde mir einen Haufen Arbeit sparen. Vielleicht brächte es sogar mein sonniges Gemüt zurück. Ich gehe Ihnen mal aus dem Weg. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Geben Sie mir einen Grund. Das ist einer der Frauen, letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat. Ich habe gehört, sie hätten einen Dreschlot getötet. Willkommen, Erdnott Grunt. Mein Name ist Raj. Sie und Ihr Grunt finden in meinem Geschäft bestimmt viele interessante Dinge. Der Mensch ist mein Kampfmeister. Er führt das Gespräch, nicht ich. Natürlich. Für Menschen habe ich zwar nicht viel, aber Sie können es sich gerne mal ansehen. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Eines der Kinder. 5 Jahre bis zum Mittag, schätze ich. Ich glaube, es hat er bei mir. Glaubst du wirklich das zurück? Mein Baron ist hungrig. Die Dinger würden länger halten, wenn sie nicht in jeden Krater fallen. Ein Mensch hat einen Dreschlund erledigt. Zu Fuß. Immer wollen sie bessere Schockabsorber. Diese ein falscher Schutzschirm. Suchen Sie immer noch den Salarianer? Oder wollen Sie nur meine Zeit vergeuden? Genau da. Bin dabei. Kein Problem.
ein Bischof. Ja, direkt auf den Arsch. Jetzt bist du tot!